Hallo Leute und herzlich willkommen zur dritten Folge Minecraft Waterland. Und ich habe letzten Mittwoch noch gestreamt und habe hier diese Klippe um mein Haus rumgebaut. Ich zeige das jetzt einfach gerade mal alles, was ich gebaut habe. Bin noch nicht ganz mit zufrieden. Ihr könnt mir gerne mal eure Meinung zu allem, was ich gebaut habe, in die Kommentare nochmal schreiben. Die im Stream fanden es auf jeden Fall gut. Aber ich selber bin noch nicht so ganz mit zufrieden. Und ich habe auch oben mit meinem Haus weitergemacht. Nämlich habe ich da den Grundriss gemacht. Ich weiß nicht, ob ich vielleicht ein bisschen übertrieben habe. Aber ich würde sagen, in 3, 2, 1. Ja, zu weit gedreht erstmal. Okay, nice. So habe ich jetzt halt hier unten das Fundament gemacht, so ein bisschen. Und habe jetzt heute früh mal, also heute ist Donnerstag bei mir, habe ich mal hier die Fassade so ein bisschen experimentiert. Da könnt ihr mir gerne mal eure Meinung dazu in die Kommentare schreiben. Ich weiß noch nicht so ganz, was ich von halten soll, weil teilweise soll das Haus, also ich kann es mal zeigen drin, mal F1 drücken dafür. Hier in dem Bereich, wo ich jetzt bin, ist der Eingangsbereich, der soll zweistöckig werden. Hier soll auch das erste Treppenhaus hin, wo dann auch in den Keller geht. Also Keller ist jetzt mal nicht mehr dazu gerechnet. Dann hier die soll eine Terrasse hin, da bin ich schon ein bisschen runtergegangen. Das soll nur ein Stockwerk hin. Und hier der Rest, also das große Viereck hier quasi mit dieser kleinen Ecke drin, das soll dreistöckig werden. Und dann halt noch der große Keller drunter, den ich jetzt gleich erstmal ausheben werde. Und danach habe ich nämlich, ich habe so ein kleines Essensproblem. Also ich bin andauernd nur damit beschäftigt, hier die Felder anzusäen und zu ernten, hier drüben auch. Und deshalb habe ich mir vorgenommen, heute mein Essensproblem zu lösen. Aber ich würde sagen, wir heben dafür erstmal den Keller aus. Leute, ich habe den Keller fertig ausgehoben und habe hier auch schon ein bisschen mit der Decke bzw. mit dem Boden angefangen. Da habe ich mir jetzt nur gedacht, dass das hier unten ein bisschen besser passt. Tue ich hier diese Slabs da, die macht mal, ich weiß gar nicht, wie die genau heißen, dass ich die hier so ein wenig als Decke nunter mache. Ups. Ah, ja moin, erstmal in die Mine gefallen. Was kannst du eigentlich? Und auf jeden Fall will ich jetzt heute mal mein Lebensmittelproblem lösen. Nämlich will ich eine automatische Chicken Farm hier hinbauen. Ich habe auch schon was vorbereitet. Was heißt was vorbereitet? Ich habe schon alles vorbereitet. Hier sind nämlich alle Blöcke, die ich dazu brauche. Ich hoffe, ich habe es noch richtig im Kopf. Und jetzt muss ich dann mal ganz kurz in meine Testwelt gehen. Und nachschauen, wie es genau gebaut wird. Das ist das erste Mal jetzt, wo ich so eine Farm baue. Dann fangen wir mal hier vorne an. Also hier kommen zuerst die Blöcke hin. Da kommt dann die Truhe drauf. An die schließe ich jetzt den Hopper an, wo dann das Zeug nahe fällt. Dann können wir eigentlich hier schon mal hochbauen. Habe ich noch Glasscheiben? Die bräuchte ich eigentlich. Auf, oder es wäre nicht verkehrt. Oder habe ich die alle verarbeitet? Ne, da sind noch welche. Gut. Dann passt es ja, weil die brauche ich dann fürs Nächste. Dann muss ich hier hergehen. Und tu hier den ersten Werfer drauf machen. Und jetzt habe ich die wieder weggelegt. Das ist eigentlich egal, welche Slabs ich nehme. Ich nehme jetzt einfach mal die, weil ich finde, die sehen auch ganz cool aus. Und tu die nochmal kurz weglegen. Und das kommt jetzt mal hier so oben drauf. Dann tu nämlich hier dann schon mal die Eier dran abprallen. Halt, das wollte ich jetzt gar nicht. Ich wollte hier eine Glasscheibe hinmachen, dass ich das immer schön überwachen kann. Dann gehen wir hier so ein bisschen schon mal hinter. Können hier eigentlich auch schon mal hochziehen. Dann müssen wir noch, dazu muss ich noch mal ganz kurz hier hoch. Hier so, also ich mache die nicht vollautomatisch, weil dann kriege ich irgendwie weniger Fleisch raus. Vielleicht baue ich es da nochmal um. Ich mache es erstmal so, dass ich sie manuell dann die Hühner töten muss. Also sie sind nicht automatisch getötet und gebraten werden. Das erkläre ich aber gleich nochmal. Und ich gehe jetzt daher. So, das ist der Comparator. Ich muss mal ganz kurz Ressourcenpaket wechseln, weil dann sehe ich es einfach besser. So, in dem Ressourcenpaket sehe ich das auf jeden Fall besser. Ich muss das nämlich genau andersrum bauen. So rum muss das hin. Dann muss da hinten ran nochmal... ist das richtig rum? Ja, das ist richtig rum. Und hier muss auch nochmal eins hin, aber das muss so rum. Und dann muss ich das hier hinten einfach so verbinden. Ne? Und dann habe ich hier quasi eine Clock, die immer wenn da im Werfer was drin ist, wird der quasi aktiviert, der Werfer. Und so, ich mache mal ganz kurz wieder das Ressourcenpaket rein. So, sieht Minecraft doch gleich wieder viel schöner aus.
Wir machen das mal so. Und ich glaube, ich mache hier hinten doch einen Trichter weniger. Weil dann rennen die Hühner nicht so viel da oben drauf rum. Da oben kommen nämlich dann gleich die Hühner rein. Und wenn die Hühner da oben drin Ei legen, dann fallen die in den Trichter rein. Wenn durch den Trichter hier vortransportiert in den Werfer, dann aktiviert sich die Glock und der Werfer tut hier vorne rein. Da muss ich hier auch noch, ich muss noch ein bisschen das Gehäuse dann bauen. Schmeißt hier vorne das Ei rein und wenn ich Glück habe, kommt ein Huhn raus. Und dann kann ich hierher gehen, leg den Hebel um oder drück auf den Knopf. Die Lava fließt, geht wieder weg und das Huhn brennt. Und wenn es da brennt, kriege ich gleich gebratenes Fleisch, was von dem Hopper da unten aufgesammelt wird. Und gleich hier reinkommt, wie das hier zum Beispiel, es wurde schon aufgesammelt. Ich kann es ja gleich nochmal demonstrieren und tun die mal hier so oben drauf. Und ich glaube, ich mache das mal hier noch eins höher. Es wird ja dann oben zugemacht und hole hier jetzt mal die Eier raus. Das können wir ja mal hier reinlegen. Die Spitzhacke brauche ich vielleicht noch. Und jetzt tun wir hier oben einfach mal Hühner rein spawnen. Ich hoffe, ich kriege ein paar raus. Ah, ich hab's. Ja, ich habe auf jeden Fall ein paar. Das reicht erstmal. Und wenn die dann ausgewachsen sind und legen Eier, dann funktioniert hier die Farm. Und ich kann jetzt, ich habe vergessen, einen Wassereimer zu bauen. Fällt mir gerade so auf. Da habe ich noch einen. Beziehungsweise ich brauche hier einen Lava-Eimer, dass ich gebratenes Fleisch rausbekomme. Da gehe ich mal ganz kurz hier runter in meine Mine. Lauf mal davor, weil hier war eine Höhle. So Leute, ich habe einmal Lava organisiert. Mache jetzt hier nochmal ganz kurz auf. Und leg hier den Eimer Lava rein. Dann machen wir hier wieder zu. Und dann brauchen wir mal ganz kurz einen... Macht man es aus Cobblestone oder aus normalem Stone? Ist jetzt halt die Frage. Einen Hebel brauche ich nämlich. Ich mache das nämlich immer gern mit einem Hebel. Oder habe ich zumindest beim Test jetzt gemacht. Jetzt kann ich nämlich hierher gehen, platziere einen Hebel daran. Jetzt habe ich die Lava platziert. Und wenn ich ihn jetzt nochmal benutze, dann ist die Lava wieder weg. Und so werden dann quasi die Hühnchen verbrannt, sage ich jetzt mal. Und das ist eigentlich auch schon das ganze Prinzip. Es ist jetzt nur halt noch, hat halt noch kein Huhn Ei gelegt. Das ist jetzt ein bisschen blöd. Ich hoffe auf jeden Fall, euch hat das Video wieder gefallen. Wenn ja, würde ich mich sehr über positives Feedback freuen. Schaut auf jeden Fall bei den anderen vorbei. Die Links zu Inseln sind oben in der Videobeschreibung. Und wir sehen uns dann in meinem nächsten Video wieder. Ciao!